Du bist IT-Softwareentwickler. Hallo, herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil zum Thema Size of Opportunity. Size of Opportunity ist letztendlich die Prognose in die Zukunft, was dir ein potenzieller Neukunde an Aufträgen in einem Zeitraum, sagen wir mal, von 1 bis 3 Jahren bringen könnte im Vergleich zu Customer Lifetime Value. Das ist sozusagen eine Rückwärtsrechnung, was dir ein durchschnittlicher Kunde in den letzten 1 bis 3 Jahren sowas durchschnittlich eingebracht hat. Ja, und aufgrund der Basis kannst du sozusagen, also das ist ein Richtwert der Vergangenheit für die Zukunft. Size of Opportunity ist ein Richtwert, eine Prognose, eine Annahme. Das heißt, es ist ja so viel, sagen wir mal, hat etwas mehr mit Glaskugel zu tun. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass man, bevor man überhaupt sich Gedanken macht, okay, ich bin jetzt Softwareentwickler, möchte skalieren, ich möchte mich produktivieren, ich möchte ja weiterkommen, dass man hier eine sehr gute Annahme macht. Ja? Und da gibt es so ein paar Faktoren, so 5 Faktoren. Insgesamt gibt es eine Liste von über 20. Kannst du die gerne von mir bekommen. Die bekommen aber nur diejenigen, mit denen ich schon mal eine halbe Stunde in einem Call war. Ne? Also die streue ich nicht da so raus, so à la Lead, Magnet und so weiter. Ne? Du kennst das Spiel. Ja, hier eintragen, dann kriegst du mein tolles PDF. Ja, und dann fleißig Traffic draufschalten und dann kriegen 20.000 Leute, 10.000 Softwareentwickler haben dann das geile, richtig top PDF mit super Geheimtipps. Ja, alles klar. Das dient dann nur dem Marketer, dass er 20.000 E-Mails hat, die er dann bespielen kann. Aber 20.000 Leute, wenn ich einen Geheimtipp hätte, ja, und den an 20.000 Leute weitergebe, ist es kein Geheimtipp mehr. Genauso wenig, wenn ich einfach einen Geheimtipp habe und gebe es in ein YouTube-Video, ja, und dann schreibt Geheimtipp drüber und dann schalte ich da 10.000 Traffic drauf. Es ist kein Geheimtipp mehr. Also, ja, also das heißt, es gibt über 20 Kriterien, die ich quasi in der Konstruktion, also in, sagen wir mal, in der Prognosekalkulation eines Size of Opportunity, wenn du irgendwo in den Markt rein möchtest, wenn du quasi noch dir komplett unsicher bist. Du bist zwar schon recht gut drauf mit dem Softwareentwicklung, was du machst, aber du weißt einfach noch gar nicht, welche Richtung oder wo du dich quasi weiterentwickeln könntest, in welche Richtung. Dann habe ich da über 20 Kriterien, über 20 Punkte und ich gebe hier jetzt mal so 3 bis 5, ich weiß noch nicht genau, ich entscheide mich noch während des Videos, wie viel ich wirklich rausgebe. Ja. Und genau, also das Erste ist letztendlich, du solltest dir ein Prinzip, bevor ich jetzt noch zu den ganzen Punkten komme, möchte ich so mal dir schon mal, also was auch ganz wichtig ist, ist immer, wie denkst du? Ja? Also viele denken eben zum Beispiel, was jetzt nicht so gut ist, sagen sich, oder mal, ich gebe jetzt einfach mal eine Metapher. Ne? Denk jetzt mal an den Ozean. Und ich weiß nicht, ob du Tierfilme gerne anschaust. Ich habe früher mal gerne, sehr gerne so Dokumentationen angeschaut von Tierfilmen. Und da gibt es ja so Walfische, ja, die sind also so die größten Jäger eigentlich des Ozeans. Und die, oder auch Delfine und so weiter, und die jagen quasi so in Rudeln. Ne? Die jagen eben so, dass sie quasi nicht irgendwie jeden einzelnen Fisch jagen, sondern die umkreisen, die schauen, bis sie irgendwo eine Ansammlung von Thunfischen oder irgendwas sehen oder Heringen. Und dann umkreisen die so den Schwarm so weit, dass der Schwarm immer weiter dichter wird, immer dichter, immer dichter. Und dann kommen die halt von unten nach oben und holen sich halt immer so einen Schwung. Ja? Und sonst wird es sich gar nicht lohnen für die, der ganze Aufwand. Ja? Und das ist sozusagen das Size of Opportunity. Die warten so lange, bis die Size of Opportunity eben auch eine gewisse Masse hat und dann jagen die erst oder fressen erst. Ja? Und das sind sozusagen die großen Systemhäuser mit vielen Hunderten oder Tausenden Mitarbeiter schon und so weiter. Und wenn du jetzt quasi noch kleiner bist und möchtest dich selbstständig machen oder bist schon selbstständig und hast erst ein paar Mitarbeiter, dann bist du letztendlich ja noch kein Walfisch. Ja? Vielleicht auch noch kein Delfin oder sowas. Ja? Oder Waldelfine oder wie die da heißen, diese Tiere halt. Und, sondern du bist vielleicht sowas wie eine Möwe. Ja? Das heißt, du kreist da rum, ja, und entdeckst halt, dass da so ein Rudel von Delfinen oder Walfischen da so am großen Size of Opportunity abfischen ist, ja. Und du bist halt so eine Möwe und kreist dann da so rum und immer wieder fallen ein paar Fische weg, ja, die so dann einfach abfallen, ja. Und du als Möwe, wupp, ja, holst dann immer einen Fisch nach dem anderen, wupp, und so weiter, ja. Und dieses Phänomen, das nennt man letztendlich in der Natur, ja, so Nahrungskette so ein bisschen und genau sowas wie so eine Art Nahrungskette, ja, der eine profitiert vom anderen, ohne dass sie sich wirklich zu sehr ins Gehege kommen.
das gibt es auch im Business. Ja? Und so eine Art wie Win-Win oder Win-Win-Win-Situationen und so weiter. Und das ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Anstelle, dass du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt eine Möwe und möchte so einen ganzen Schwarm irgendwie zusammentreiben und dann eine fette Size of Opportunity und so, ist gar nicht möglich als einzelne Möwe oder sowas oder auch, weil du einfach die Ressourcen gar nicht hast, um die Metapher jetzt mal abzuschließen, sondern du musst dir einfach schauen, okay, wo passiert schon viel, wo ist schon ein Riesenbudget, ja, also sagen wir mal, der Schwarm Hering ist jetzt das gesamte Budget von 20 Millionen Euro oder so, die halt bei einer gewissen Firma ausgegeben wird und dann fallen da hin wieder ein paar Fische ab, ja, so hier mal 50.000, da 200.000 oder sowas und das kann ich mir dann so als Möwe dann sozusagen dort abpicken, ohne dass es wirklich jemanden stört von den großen IT-Dienstleistern, ja, und gleichzeitig ist es auch den Kunden sehr recht, weil es eben so kleine, individuelle, punktuelle Geschichten gibt, wo letztendlich ja, so einfach individuell nochmal vergeben werden zusätzlich. Ja? Das heißt, bei so größeren Geschichten oder auch größeren Firmen ab einer gewissen Größe arbeiten fast ausschließlich immer mehrere Dienstleister, klein wie groß, unterschiedlicher Spezialität, kohärent miteinander irgendwie zusammen, teilweise sogar Mitbewerber, ja, innerhalb eines großen Projekts. Ja, es gibt dann so Firmen, die haben dann zwei, drei Dienstleister, alle mit in einem Boden, auch die müssen irgendwie zurechtkommen. Ja. Schon allein deswegen, weil man nicht alle Eggs, don't put all your eggs in one basket. Das heißt, bei großen E-Shops, die entwickelt werden oder so, kontinuierlich, wo 100 Millionen oder 500 Millionen Euro drüber fließen, ja, da will man nicht von einem einzigen Dienstleister abhängig sein, ja, weil der könnte ja theoretisch, der ist ja so, dann, so wichtig, dass der seine Tagessätze theoretisch bis in Unendlichkeit draufschrauben könnte, ja. Deswegen macht man das dann automatisch und es gibt noch viele andere Gründe, warum. Ja, genau. Das heißt, du schaust jetzt erstmal, und deswegen baust du dir von vornherein eine Targetliste. Also du fängst an mit der sogenannten Targetlist. Ja, das ist ja mal das Wichtigste überhaupt. Letztendlich Targetlist oder du kannst auch gleich sagen, ja, Zielgruppen, Definition, ja. Wir gehen jetzt davon aus, dass du quasi dein Angebot schon hast, deine Positionierung und so weiter. Das ist in anderen Videos bespreche ich das dann. Kannst du ja mal auf YouTube schauen, da habe ich auch ein paar Videos oder auf meiner Akademie und so weiter. Und genau, und da kannst du jetzt mal sagen, okay, jetzt ich zum Beispiel, ich gehe also nur Firmen an, die grundsätzlich schon mal 50 Millionen Euro Umsatz machen. Ja, 50 Millionen bis sagen wir mal 350 Millionen, ja, um einfach jetzt irgendwann mal eine Zahl zu sagen, ja, weil ich hier nämlich davon ausgehen kann, dass insgesamt einfach mehr Musik drin ist, sage ich immer so gerne, ja, also vom Budget und so weiter. Das heißt, deine Size of Opportunity von dem, was du letztendlich machst, ja, einfach ein plumpes Beispiel, ein IT-Leiter von einer Firma, die machen 500 Millionen, ja, der hat vielleicht ein jährliches Budget für IT von 2-3 Millionen oder sowas. Ne? Wenn jetzt du kommst als zusätzlicher individueller Entwickler und da gibt es einen Bedarf und du sagst, okay, mein Preis ist für XY Dienstleistung ist jetzt 80.000 und der hatte sich eigentlich 60 vorgestellt, ne? Dann sind es 20 mehr, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr die 20 mehr bezahlt oder dass ihr euch irgendwie einig werdet, ist viel, viel höher, wenn es ein IT-Leiter ist oder eine Firma, die mit 3-4 Millionen IT-Budget jonglieren jedes Jahr. Ja? Also das ist der strategische Ansatz dahinter, ja, der taktische. Und im Gegensatz zu einer Firma, die vielleicht nur 10 Millionen Euro Umsatz macht und die haben vielleicht im Jahr nur ein IT-Budget von 100.000 Euro, ja. Dann sind die 20.000, die du mehr haben möchtest, sind dann 20% vom Gesamtbudget. Und hier sind die 20.000, die du mehr haben möchtest, eben eventuell nur 2% vom Gesamtbudget. 2% vom Gesamtbudget
wird dir sehr, sehr viel leichter gezahlt als wie 20% vom Gesamtbudget. Also muss immer die Size of Opportunity, wenn du die Size of Opportunity für dich sozusagen prognostizieren möchtest, für einen bestimmten Markt, Nische, was auch immer du targetierst, mit deiner Target, mit deiner Zielgruppendefinition oder deine Targetlisten, die du dann erstellst, musst du immer den kompletten Size of Opportunity, ja. Ich schreibe es hier nochmal hin, Size. Ja, komplett, also immer sozusagen die Firma als Ganzes sehen, ja, bevor du dich quasi dann dediziert für das entscheidest, das betrachtest, was für dich wichtig ist. Also irgendwie eine Subnische oder ein Teilbereich der Produktion, wo du dich spezialisiert hast auf eine gewisse Programmierung oder was weiß ich. Es ist immer wichtig, dass du quasi vom Top-Level anfängst. Und das geht quasi auf Branchenebene geht es ja los. Ja? Also wenn du sagst, okay, ich suche mir jetzt eine ganz bestimmte Branche raus, zum Beispiel Elektrotechnik, ja, da passiert viel, fließen viele Investitionen und so weiter und dann gehst du eben immer kleiner runter. Also Size of Opportunity fängt schon quasi von der Marktanalyse, beginnt schon bei der Marktanalyse. Ja? Kann ich hier nochmal hinschreiben. Und das ist auch nicht was, Marktanalyse ist nicht was, was du quasi von heute auf morgen irgendwie machst, weil also viele ist es im Normalfall ist es ja so, du hast irgendwo schon in einer Firma gearbeitet, in einem bestimmten Marktsegment, Telekom oder egal was, ja, oder Maschinenbau oder Rüstungsindustrie oder sonst irgendwo. Und dann hast du da irgendwie 5, 6, 10 Jahre gearbeitet als Angestellter und dann hast du halt einfach ein gewisses Markt-Know-how, bringst du schon quasi ein Branchen-Know-how, bringst halt mit und dann kannst du darauf aufbauen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe das alles nicht oder so, oder ich war schon immer irgendwie selbstständig oder so, oder habe immer schon irgendwie rumgefreelanced und habe einfach dieses spezifische Markt-Know-how nicht, dann musst du dir halt quasi das erst erarbeiten oder einfach einen Shortcut nehmen, indem du mit jemandem wie mich zusammenarbeitest, der halt dieses Markt-Know-how schon hat, der einfach quasi in zum Beispiel Industriebetriebe schon ja, seit Jahrzehnten Akquise macht oder sowas, ja, also bestimmten Branchen und Nischen und so weiter. Ja, also das soll es erstmal gewesen sein. Ich glaube, jetzt habe ich so 3, 4, 5 Punkte schon zusammengefasst. Mache ich mal einen kurzen Cut, das Video geht sonst zu lang. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, du konntest ein bisschen weiterhelfen. Such einfach bei mir vielleicht einen Link oder irgendwas, wenn du auf Thomas Kleinbohm Consulting, ja, oder irgendwie so, da gibt es dann einen Kalendrilink. Wenn du mal Bock hast, mit mir quasi face-to-face in einem Zoom-Call zu sprechen, wie ich dir auch irgendwie weiterhelfen könnte mit deiner Strategie. Ja, in der Regel ist es immer ein Strategie-Call. Also ich habe schon unterschiedlichsten Anfragen gehabt und am Ende geht es immer um Strategie. Es fehlt immer die Strategie. Deswegen nenne ich auch den Erst-Call, den ich gratis anbiete, Strategie-Session. Das ist nicht ohne Grund. Ja, es ist letztendlich immer Strategie, die fehlt. Ja, und das ist, ja, ohne Strategie wirst du es schwer haben. Ja. Bis dann, dein Thomas Klein. Ciao.